Kombinationsprodukte bei Tupperware, ich liebe sie. Und diese drei gehören in Kombination einfach zusammen. Ich finde es ideal, dass diese drei im Angebot sind im Januar. Fangen wir an mit einem, unserem Teil, 1,25 Liter, unser Rührmix. Und unser Rührmix ist bestens dazu geeignet, damit er zum Beispiel schon mal hier unten drunter nicht auf Ihrer Arbeitsfläche rumherhüpft. Machen Sie bitte diesen Ring unten drauf, den Sie vor dem Spülmaschinengang bitte abnehmen. Dann wird er hier draufgesetzt und somit hüpft der Rührmix auch auf keiner Arbeitsfläche rumher. Sie haben hier ein Fassungsvermögen von 1,2 Liter, können das hier mit abmessen, somit haben Sie einen gleichen Messbecher. Auf der anderen Seite können Sie zum Beispiel Zucker und Mehl hier drin abwiegen, haben wieder den Ersatz für eine Waage geschaffen und hier einen Griff. Der Griff hat hier oben ein Loch, sollten Sie im Besitz von unseren Topschaber mit sein, die kann man hier reinstecken und dann liegen die auch auf der Arbeitsfläche nicht rumher. Sie haben einen Deckel, den Sie verschieden einsetzen können. Ich mache erstmal den kleinen rosafarbenen ab. Sie setzen es hier oben drauf und können jetzt hier mit dem Rührgerät reingehen. Sie sehen nicht nach Sommersprossen aus oder Ihre Küche auch nicht. Und somit haben Sie den Spritzschutzrand hier oben drauf, wenn Sie das hier ablehnen. Sie haben auch die Möglichkeit, den Teig direkt hier rauszunehmen. Auf dem Deckel einen kleinen verschlossenen Halbkreis. Somit können Sie hier rausschütten. Dann haben Sie, wenn Sie das rumdrehen, so einen kleinen, ich nenne es jetzt mal Mund, den können Sie hier oben drauf setzen. Somit kommt der Teig etwas langsamer hier mit raus. Und wenn Sie ihn komplett verschließen möchten, gibt es noch einen weiteren Kreis, der hier angedeutet ist. Machen Sie es drauf, setzen den rosafarbenen Deckel wieder mit ein und auch hier bitte die Lasche hier hinten auf dieses Loch draufsetzen und dann kommen Sie nämlich besser hier mit dran und somit ist das jetzt der Rührmix auch ideal zum Aufbewahren im Kühlschrank, wenn Sie den Teig, den Waffelteig vielleicht schon mal vorbereitet haben, ab in den Kühlschrank, brauchen Sie es nicht in der Schüssel mit reinzugeben. Aber jetzt zur Kombination. Wir fangen erstmal an, was kann ich denn kombinieren? Kombinieren kann ich einen kleinen Hilfsmittel aus der Backserie, die Küchenperle. Die Küchenperle hat hier unten drunter einmal einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von 200 Milliliter. Ich kann auf meine Küchenperle eine Zitrusperle draufsetzen und können die jetzt hier, wie es der Name schon sagt, meine Zitrusfrüchte auspressen. Damit die Kerne nicht nach unten flutschen, gibt es hier einen kleinen Gitter. Wenn Sie Probleme haben mit Eitrennen, wie ich zum Beispiel, dann setzen Sie doch hier den Eitrenner mit drauf. Dann sammelt sich hier das Eigelb und hier durch die Löcher läuft das Eiweiß nach unten weg. Obendrauf auf Ihrer Küchenperle haben Sie noch eine kleine Reibe, um zum Beispiel kleine Mengen von Zitrusfrüchten abzureiben, kleine Mengen Schokolade oder dergleichen hier mit einzusetzen. Und ganz obendrauf sollte mal auch hier zum Vorbereiten das dienen, habe ich das Deckelchen, das kann ich dann hiermit abdeckeln. Somit haben Sie die Möglichkeit, die Küchenperle einzeln mit einzusetzen. Aber wir wollten ja kombinieren. Kombinieren können Sie, wenn Sie den rosafarbenen Deckel abnehmen und Sie möchten jetzt direkt hier Eiweiß drin steif schlagen. Wir setzen erstmal den Deckel hier richtig drauf. Dann können Sie zum Beispiel den Eitrenner hier reinsetzen, flutscht das Eiweiß gleich hier unten rein. Sie brauchen vielleicht ein bisschen Zitronensaft, setzen Sie die Zitruspresse hier drauf. Sie benötigen vielleicht einen kleinen Abrieb von der Zitrone und somit lässt sich das sehr schön kombinieren. Und durch diesen Lippel hier hinten können Sie alles sehr schön abnehmen. Unser drittes Produkt ist unser Shake It und unser Shake It hat hier ein Fassungsvermögen von 600 Milliliter. Innen drin eine kleine Quillscheibe, die Sie rausnehmen können und hier können Sie Ihre Sachen schon mal anmixen oder nicht anmixen, sondern erstmal die Flüssigkeit hier reingeben. Stellen Sie sich vor, Sie möchten irgendwas mit Pulver anmischen. Es ist ganz wichtig, dass Sie bitte erst die Flüssigkeit hier reingeben, dann das Pulver. Auf jeden Fall gehört die Quillscheibe in den großen Shake It mit rein. Und ich habe es mir angewöhnt, wie früher bei dem Mixfix, wenn vielleicht erinnern Sie sich noch dran, dass man den kleinen Deckel erstmal abnimmt. Sie setzen das große Deckelchen hier oben drauf, setzen dann bitte das kleine hier oben zu und jetzt können Sie schütteln. Viele von meinen Kunden drehen sie auf den Kopf und schütteln so, das müssen Sie selber entscheiden, wie Sie es gern haben möchten. Und zum Rausdosieren löffen Sie die kleine Zotte hier oben und dadurch, dass Sie sehen, haben Sie hier so einen kleinen Kreis, dann tropft es Ihnen wieder hier rauf und wird der ganze Shake It nicht verschmutzt. Sie können das Ganze jetzt hier mit rausnehmen und können das zum Beispiel nutzen. Der Deckel hat auch noch einen Clou, denn wenn Sie ihn abnehmen, haben Sie innen drin auch noch eine kleine Milliliter-Einheit und können den Deckel, wenn Sie ihn logischerweise verschlossen haben, sehr schön als Milliliter-Behälter auch mit nutzen. Aber auch hier können Sie kombinieren. Sie können zum Beispiel auch hier wieder den Eitrenner hier draufsetzen. Sie könnten die Zitruspresse draufsetzen. Sie könnten Ihren Abrieb hier mitmachen und Sie könnten selbstverständlich das hier
Papier reinsetzen. Was mache ich denn hiermit? Möchten Sie zum Beispiel Schokoladenguss herstellen und Sie haben das schon mal in der Mikrowelle gemacht und Sie haben schlechte Erfahrungen? Das kenne ich. Deshalb hier heißes Wasser reingegeben, hier die Schokolade einfach drin stehen lassen. Sie können sich frei in Ihrem Haushalt bewegen und der Shake It und der Rührmix macht die Arbeit von Ihnen für Sie selber. Und das Tolle ist die Schokolade flüssig, setze ich wieder meinen Deckel drauf, mache das kleine Deckelchen ab und kann hier zum Beispiel über meinen Kuchen drüber gehen und könnte es hiermit einsetzen. Ihre beste Freundin ruft an. Dann stellen Sie doch einfach Ihre Schokolade wieder ins Warmwasserbad und somit können Sie sich noch stundenlang mit Ihrer Freundin unterhalten und nachher ist es immer noch so, dass Sie es verwenden können. Sie sehen, die Kombinationskünstler gehören alle zusammen. Deshalb sind sie auch jetzt im Set. 3 Stück für 40 Euro beinhaltet hier unseren Rührmix, unseren Shake It und mein Lieblingsprodukt, die Küchenperle.